Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Loki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 18. August und heute am 18. August ist der Till bei uns im Studio. Till von Till und sein Vlog, so heißt sein Kanal. Und am 18. August hat auch jemand Geburtstag. Und Geburtstag hat Christian Slater. Kennst du? Ja, kenn ich. Hast du True Romance gesehen? Nein. Boah. True Romance ist der Film mit Christian Slater. Was kennst du sonst von dem? Ich kenne zum Beispiel Interview mit einem Vampir. Ja, okay, stimmt, ist auch gut, ne? Ja, und er hat auch... Robin Hood hat er da mitgespielt. Und er hat eine Serie, hat er mitgespielt. Wie hieß denn die nochmal? Keine Ahnung. So eine Hacker-Serie. Hacker-Serie? Ja. Keine Ahnung. Ich habe hier Name der Rose noch. Ja, stimmt. Klar. Ja, Name der Rose. Ja. Neben Sean Connery. Dann Hard Rain fand ich ziemlich scheiße. Habe ich auch geguckt. Ah, aber totale Scheiße. Nee, war nicht so gut. Nee. Aber ich kenne ihn halt von True Romance. Und True Romance ist halt absoluter Knüller. Das ist irgendwie so eine Tarantino-Sache. Musst du gucken. Okay. True Romance, ja. Hier Tipp. Jetzt nach dem Film, nach der Sendung, nach dem Daily, geht ihr erstmal auf Till und seinen Vlog. Ja, auf den Kanal, guckt ihr da ein bisschen rum und dann guckt ihr True Romance. Ja, aber was anderes hier zum 18. August. Ja, was denn? Offenbach ist seit 1954 Großstadt. Ja. Weil 100.000 Einwohner. Ja, Offenbach. Offenbach. Wer nicht Hesse ist, kennt nicht Offenbach, aber die Hessen kennen alle Offenbach. Ja. Weil Offenbach ist Ostfrankfurt. Ja, was ist so... Der unbeliebte Teil von Frankfurt. Ja, es ist hübsch-hässlich, sagt man ja auch. Auf jeden Fall. Aber die machen sich, in 100 Jahren sehen die besser aus. Am 18. August ist auch etwas ganz Wichtiges, weil am 18. August sind es noch 135 Tage bis Neujahr. Ja, geil. Ja, noch 135 Tage haben wir in diesem Jahr. Ich gehe schon mal das Bleigießen besorgen. Ja, und Kracher und sowas kannst du auch schon mal besorgen. Ja. Aber am 18. August ist auch noch etwas in Erscheinung getreten. Ja, 1930 war es und es war der erste Auftritt eines zu der Zeit Bluthundes, der Mickey Maus jagte. Hier sehen wir ihn. Pluto! Sagt er, ach ja, stimmt, das sagt Mickey Maus. Mickey Maus sagte, weil, ja. Also eigentlich war er ein Bluthund, der Mickey Maus fangen sollte, beziehungsweise auf der Spur war, so. Weil der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, Mickey. Ah, okay, das war in den Filmen so. Ja, genau, das war quasi die erste Zusammenkunft von den beiden. Später sieht es ja immer eher danach aus, als wäre Pluto das Haustier von Mickey Maus. Ja. Und dann ruft er ihn immer so, Pluto! Ja, hört sich ein bisschen an wie nach Bruce Lee. Wada! Ja! Nur Pluto! War wahrscheinlich dieselbe Synchronstimme. Ja, genau. Bruce Lee und die Synchronstimmen von Mickey Mouse waren die gleiche. Das haben wir auch gelernt heute hier bei Daily. 18. August, Pluto, 135 Tage. Was war noch? Offenbach. Offenbach und Christian Slater. Geil. Ja, ja. Damit könnt ihr jetzt rausgehen und angeben. Los. Cheerio, Miss Sophie.